Herr Seehofer, ich muss auch noch mal fragen, zwei Verständnisfragen. Sie haben, sagten gerade selber, dass Sie keine Zeit für die Koalitionsverhandlungen in Bayern jetzt haben. Sie hatten keine Lust auf die Wahlkampfstrategie der CSU für den Wahlkampf, was Sie am Sonntag gesagt haben. Sie verachten oder Sie haben nur noch Verachtung für Ihren eigenen Nachfolger und den Ministerpräsidenten Bayerns übrig. Ich würde gerne verstehen, warum Sie die CSU als Chef überhaupt noch braucht. Was haben Sie drauf, was noch kein anderer drauf hat? Ja, schauen Sie, weil es nicht so ist, wie Sie das jetzt in Ihrer Frage annehmen. Wir haben eine Erfahrung von Trennung Ministerpräsident und Parteivorsitz. Das war Edmund Stoiber und Theo Weigel. Und das war insgesamt keine schlechte Zeit für Bayern. Aber es war doch begleitet von manchen Auseinandersetzungen. Und deshalb haben wir entschieden, wir haben trotzdem entschieden, diese Trennung wieder zu machen. Ich hatte ja auch den Parteivorsitz angeboten. Es wird ja immer so dargestellt, als würde ich da klammern daran und nicht loslassen. Insgesamt jetzt dreimal in diesem Jahr, in den letzten 12 Monaten, dreimal. Einmal haben Sie mitbekommen, das war diese berühmte Sonntagnacht in München, und zweimal individuell. Nur, dass das auch mal klar ist. Ja, was? Individuell gegenüber dem, der es machen sollte. Ich weiß nicht, warum man das nicht angenommen hat, aber es sei es drum. Und wir haben jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht in einem Dualismus. Der Markus Söder macht seine Arbeit als Ministerpräsident und jetzt im Wahlkampf als Spitzenkandidat der CSU. Und ich mache meine Arbeit hier und als Parteivorsitzender, wo es bei wichtigen Dingen natürlich Absprachen gibt. Wie jetzt, mit wem werden wir in Koalitionsverhandlungen eintreten? Da haben wir ziemlich die einheitliche Meinung. Wir müssen jetzt abwarten, wie der morgige Tag verläuft. Das ist dann eine Funktion eines Parteivorsitzenden, die er auch zu verantworten hat. Und das hat mit dem Dualismus aus meiner Sicht bestens funktioniert. Ich habe mich nicht in das Tagesgeschäft von Markus eingemischt und er umgekehrt nicht in mein Geschäft als Innenminister. Und dort, wo wir Verschränkungen haben in der Partei, reden wir miteinander. Zum Beispiel die Spitzenkandidatur von Manfred Weber ist so eine Grundsatzentscheidung. Und das hat hervorragend bisher funktioniert. Da wird auch in jeden Gesichtszug viel hineininterpretiert, wenn wir nebeneinander stehen. Aber ich finde aus meiner Sicht jedenfalls gut, optimal eigentlich. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash. Money, money, I want more money, I don't even know why.